meines Bruders haben sie doch schon an sich gebracht. Wenn ich nur mal allein sein Andenken bewahren dürfte. Ich war seine Frau. An seinem Geburtstag möchte ich seiner gedenken. Dann gehen Sie zur Bank. Schaffen es bloß, die anderen trocken zu bleiben. Gibt es hier vielleicht einen Trockenraum oder sowas? Richtig, Buke. Er ist genau neben dem Raum, wo an kalten Tagen der heiße Kakao und die warmen Decken ausgegeben werden. Was würden Sie davon halten, wenn wir so tun, als ob wir verheiratet werden? Dann könnten wir uns ignorieren. Carissa McKay. Ihr Verlobter ist bei Tishimalai versichert und vor kurzem hat er sie zur Alleinbegünstigten gemacht mit einer 5 Millionen Dollar Lebensversicherung. Das bedeutet, er darf den Löffel nicht abgeben. Könnte man so formulieren. Sie war zuvor schon zweimal verheiratet. Beide Ehemänner waren um Erhebliches älter. Beide waren ausgesprochen wohlhabend. Und beide hatten sehr hohe Lebensversicherungen abgeschlossen. Bei Tishima? Glücklicherweise nicht. Finde ich wirklich gut von den Versicherungen. Aufrichtiger Respekt vor den Toten. Es geht hier um 5 Millionen Dollar. Verstehen Sie das, Buka? Wir hatten in letzter Zeit viele Schadensfälle. Noch einer wäre zu viel des Guten. Verstehe. Wie kommen Sie darauf, dass da was laufen wird? Weil beide Männer Carissa McKay als Alleinbegünstigte eingesetzt hatten. Und beide Männer verstarben, ein Jahr nachdem sie Carissa geheiratet hatten. Todesursache? Natürliche Ursache. Oh. Sie hat doch jetzt genug Geld. Warum setzt sie sich nicht zur Ruhe? Das rauszufinden liegt an Ihnen. Na gut, dann werde ich mich mal um die nette Dame kümmern. Wenn ich sie ansehe, desto mehr denke ich, dass da was faul ist. Ich muss sie kennenlernen. Du kannst doch nicht einfach so dahin gehen. Und wenn sie mich einlädt?
Das ist für dich. Nein, ist schon okay. Das sind Teshima-Dollar, Spesengeld. Ich hab dir einen Gefallen getan. Okay, dann mal los. Ist das nötig? Ja, nun mach schon. Na gut. Oh Gott, oh! Das war nett. Richtig gut. Ja. Oh, ich wollte doch gar nicht so fest. War völlig in Ordnung, wirklich. Danke. Gib mir doch das Geld. Ich fühle mich nicht gut. Hier. Wir sehen uns. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Er kam von dort angerannt. Oh Gott, sind Sie verletzt? Ja, aber es ist noch alles dran an mir. Haben Sie schon die Polizei gerufen? Ich halte das für überflüssig, weil keiner von uns beiden sein Gesicht richtig sehen konnte. Ich hab was für Sie. Oh, Dankeschön. Keine Ursache. Vielleicht bis irgendwann. Warten Sie mal, wir müssen uns doch bei Ihnen in irgendeiner Weise revanchieren. Wer sind Sie denn? Der von der ersten Schicht. Ah. Ist ja eine nette Hütte. Sind Sie die Hausmeisterin? Hm? Das Haus ist ja sagenhaft. Tja, wer kann heute noch sowas bauen? Naja. Zugegeben, es ist etwas pompös, aber wir fühlen uns wohl. Haben Sie mal das große losgezogen? Nein, Lagerhaltung. Ich pflege, billig einzukaufen. Und zwar alles, was am Markt nicht mehr geht. Zu Schleuderpreisen sozusagen. Und dann stopfe ich das alles in meine Lagerhäuser. Früher oder später ergibt es sich dann von alleine. Und, verkaufen Sie viel? Oh, Skateboards, Hula-Hoops, Gesundheitsschuhe, Armbanduhren mit Zeigerhändchen. Mein Motto ist, irgendwann kommt alles wieder. Wie steht's mit Maui-Jacken? Gibt's noch mehr Personal? Wir hatten noch keine Zeit, jemanden einzustellen. Wissen Sie, wir sind jetzt kurz im Haus und bereiten unsere Hochzeit vor. Ich bin ziemlich geschickt. Das hoffe ich auch. Deshalb habe ich Sie engagiert. Ein Haus wie dieses lockt ungebetene Gäste geradezu an. Naja, und wenn nun eingebrochen würde? Ich bin leider auch nicht mehr der Jüngste, wie Sie feststellen können. Ja, klar. Ich verstehe schon. Es wäre unerträglich für mich, wenn Carissa etwas zustoßen würde. Und da drüben, da steht das Haus, in dem Sie wohnen können, wenn Sie einverstanden sind. Das da? Ja, ja. Wenn Sie mal dahin sehen wollen. Rosen sind nämlich mein Hobby, müssen Sie wissen. Ich frage mich, wie Sie das alles hinkriegen. Ich frage mich ernsthaft, wie sich eine junge, wunderschöne Frau in einen alten Kerl wie mich verlieben kann. Ach Quatsch, so alt sind Sie doch nicht. Glauben Sie mir, Dennis, wenn der Abstand zwischen hier und Japan so groß wäre wie zwischen 36 und 63 Jahren, dann würde kein Mensch Importgeschäfte betreiben. Woher kennen Sie sich, Mr. Wingate? Oh, Jack, sagen Sie Jack zu mir. Gut, okay, Jack. Ich muss sagen, ich hatte einfach Glück. Ich war mit irgendeinem Geschäftsfreund zum Abendessen verabredet, aber der tauchte nicht auf. Also bestellte ich schon mal allein, weil ich ziemlichen Hunger hatte. Während ich so aß, blickte ich kurz mal auf und da stand doch direkt vor mir diese liebreizende Person, dieser Engel. Und dann sagt sie zu meiner großen Verblüffung, ich bin auch versetzt worden, darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Ich war ziemlich allein, Dennis, ich habe eine Ehe hinter mir, aber leider völlig verunglückt. Carissa war für mich wie ein Geschenk des Himmels.
Es war eben mein Glückstag. Und was war mit Ihrem Geschäftsfreund? Es war ein Missverständnis. Er glaubte, dass das Treffen abgesagt worden wäre, aber meine Sekretärin wusste nichts von der Absage. Völlig gleich, woran es lag. Es war ein schlechter Tag für ihn und ein guter für mich. La sforza del destino. Wir sind dem Schicksal ausgeliefert. Ja, Schicksal. Terry, geh jetzt wieder rein. Verdammt, lass mich in Ruhe. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu sehen, ob Sie sich schon eingerichtet haben. Ja, es gefällt mir ganz gut. Es tut mir leid, dass Sie meine Auseinandersetzung mit Terry mit anhören mussten. In letzter Zeit sprechen wir nur noch so miteinander. Ich hatte es bisher für ein Klischee gehalten, dass man am meisten denen wehtut, die man liebt. Ach, sowas kommt doch überall vor. Terry wollte Sie einfach kennenlernen. Wäre doch ganz nett gewesen. Nein, da bin ich anderer Meinung. Wäre es nicht langsam Zeit, auszupacken und einzuräumen? Mit dem Auspacken halte ich mich nicht lange auf. Ich nehme die Klamotten aus der Tasche, schmeiße sie irgendwo rein und die Sache ist erledigt. Ein bisschen mehr Ordnung sollte schon sein. Ich habe Sie und Jack heute im Garten gesehen. Dort wird die Trauung stattfinden. Von da aus kann man das Meer sehen. Ist das so wichtig für Sie, das Meer? Ja. Für mich schon. Wasser bedeutet Neubeginn. Damit haben Sie ja Erfahrung. Mit Neuanfängen. Ich habe Erfahrung. Jack ist ein netter Kerl, ich mag ihn. Ja, ich auch. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn tun würde. Darüber machen Sie sich keine Gedanken. Nicht an? Ja, aber ich habe heute erst vollgetankt. Carissa bat mich, das Boot startklar zu machen, für einen kleinen Ausflug. Darf ich mal? Wahrscheinlich liegt es an der Benzinleitung. Na gut, versuchen Sie mal Ihr Glück.
Mit Motoren kenne ich mich aus. Na, großartig. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er wieder läuft. Mach ich. Jack! Ich hab's geschafft! Jetzt läuft er wieder! Die Leitung war verstopft, aber ich weiß nicht warum. Muss ja ganz schön gerumst haben. Hätte schlimmer sein können. Kann so etwas häufiger vorkommen? Was ist Ihre Meinung? Nein, Sir, nein. Vielleicht bezahlen wir Ihnen nicht genug. Warten Sie erst mal meine Rechnung ab. Zu meinem angetrauten Weibe. Dich zu beschützen. Dich zu lieben und zu ehren. In guten wie in schlechten Tagen. Bis dass der Tod uns scheidet. Hallo, ich bin Dennis Cook. Ich bin von ja, Ihren Eltern. Ich weiß alles über Sie. Ich bin Taryn. An der Probe nehmen Sie nicht teil, ne? Nein, ich lasse mich lieber überraschen. Tja. Ich warte bis zur großen Show. Und wann ist die? Nächste Woche, wenn Sie es nicht verhindern. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie meine Mutter und meinen Stiefvater gerettet haben. Lassen Sie es gut sein, war doch selbstverständlich. Immer die Wehrlosen und Schwachen schützen, finde ich sehr nobel. Damit werden Sie hier sehr gut ankommen. Nein. Nein. Weiß Ihre Mutter eigentlich, dass Sie dieses Zeug rauchen? Wenn meine Mutter nur die Hälfte von dem wüsste, was ich so treibe, würde sie mich nächste Woche nicht allein lassen. Nächste Woche? Die Flitterwochen. Lange Spaziergänge an der Küste, am Strandhaus meiner Mutter, verstehen Sie? Selbstverständlich hat sie alles arrangiert, jedes kleinste Detail. Wahrscheinlich sogar die Farbe des Meeres. Es wird eine super Party, werden Sie auch mitfeiern? Sie haben echt was drauf, Taryn. Hab eine gute Lehrerin. Mit Geld kaum aufzuwiegen. Und wo ist Ihr Vater? Er ist tot. Ich war noch sehr klein, als er starb. Ich liebe dich. Er liebt meine Mutter sehr. Alles Gute, Carissa. Immobilien, Aktien, Pfandbriefe. Carissa hat mehr als genug. Sie braucht Wingates Geld nicht. Weißt du, Elaine, ich glaube, manche können den Hals niemals vollkriegen. Ja, das stimmt. Ich habe hier leider nur was über die letzten 10 Jahre. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter zurück. Vielleicht findest du was über die erste Ehe. Augenblick mal. Welche erste Ehe denn?
Taryn McKay sagt, dass sie sich an ihren Vater kaum erinnern kann. Sie ist jetzt ungefähr 17. Also, muss es da noch einen Mann geben, über den wir nichts wissen? Wieso kommt er nicht in den Akten vor? Es ist doch möglich, dass sie ihren Namen geändert hat. Vielleicht musste sie das. Du hältst sie für schuldig, nicht wahr? Ich befürchte Schlimmeres. Wie meinst du das? Verstehe ich nicht. Ich glaube, sie hat nicht wegen des Geldes getötet, sondern weil es ihr Spaß macht. Schießen Sie Tonton? Nein, nur wenn ich gezwungen werde. Ich möchte, dass ich mir das mal näher ansehe. Sie haben Talent, nicht wahr? Ich meine, in technischen Dingen. Warum hat man mich ja eingestellt? Tja, gefällt es Ihnen eigentlich bei uns oder nicht? Abgesehen von der Bootsgeschichte, ja. Ich könnte mich an den Job gewöhnen. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Aber es dann nicht für selbstverständlich zu halten, das ist schwer. Taryn erscheint alles selbstverständlich. Deswegen habe ich Angst, dass ihr irgendjemand alles wegnehmen könnte. Und wer? Oh, es gibt immer einen, der einem neidet, was man hat. Der einen beobachtet und verfolgt. Ich habe mich mein ganzes Leben lang solcher Menschen erwehrt und sie dann mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Großartig. Kann man sich dieses Wissen auch aus Büchern aneignen? Für mich gilt das nicht. Denn ich habe das Buch geschrieben. Ich lese nicht allzu viel. Nun, wissen Sie, der Ausgang ist vorherbestimmt. Ich finde heraus, worauf es einer abgesehen hat, und das soll er bekommen. Manchmal geht's um Geld.
Manchmal ist es Sex. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich die Inhaltsangabe lesen. Ich würde Ihnen raten, vorsichtiger zu sein. Ich habe sie beobachtet, Dennis. Na ja. Und was musste ich feststellen? Sie tun es auch. Das können Sie mir nun wirklich nicht übel nehmen. Nein. Es gibt ja auch viel Geheimnisvolles. Finde ich jedenfalls. Und das wäre... Wussten Sie, dass Jack meine Mutter durch einen Privatdetektiv beschatten lässt? Aha, und weiter? Möglicherweise verfolgen wir dieselbe Spur. Vielleicht suchen wir ja dasselbe. Sagen Sie es mir. Wieso sagen Sie ja nicht, wo Sie heute Morgen waren? Wir waren zusammen. Wir haben uns die ganze Nacht unterhalten. Oho! Freundschaft. Freundschaft, so heißt diese Rose. Meine Lieblingsrose. Sehr schön. Wunderschön. Jack,
Mein Name ist nicht Dennis Cook, sondern Booker. Ich ermittle im Zusammenhang mit der Versicherung, die Sie abgeschlossen haben. Wie gut wissen Sie über Ihre Frau Bescheid? Ah, ich nehme an, es geht um die früheren Ehemänner meiner Frau, nicht wahr? Das wissen Sie? Ich bin kein Narr. Ich habe Ihre Vergangenheit von jemandem überprüfen lassen. Ja, und der ist jetzt tot. Was? Hören Sie, Sie sollten lieber untertauchen, bevor nicht alles restlos aufgeklärt ist. Wovon reden Sie überhaupt? Carissa hat ihre ersten beiden Ehemänner umgebracht und hat dasselbe auch mit Ihnen vor. Der Detektiv wurde mit einer 22er erschossen. Carissa hat eine 22er, das weiß ich. Die Waffe habe ich ihr gegeben, zu ihrem Schutz. Ich habe wiederholt Drohungen erhalten, davon habe ich die Polizei unterrichtet, aber die meint, dass sie nichts unternehmen kann. Jack, als ich den Toten fand, stand Carissa vor dem Büro. Dann verstehe ich nicht, warum die Polizei nicht ermittelt. Es fehlen mir noch mehr Beweise. Aber es war eindeutig. Und ich kenne Carissa. Ich warne Sie, Sie begehen einen immensen Fehler. Gott sei Dank betrifft das ja nur mich, Dennis, oder wie Sie auch immer heißen. Ich möchte, dass Sie kein weiteres Wort darüber verlieren und auch nicht mit meiner Familie darüber sprechen. Sie verschwinden jetzt besser. Komm schon, da gib's mir einfach. Und wer garantiert mir, dass du verantwortungsvoll damit umgehst? Was soll denn das heißen? Ich hab euch doch angerufen, oder? Oh ja, oder? Ich hab das Band abgehört. Du hast deine Stimme verstellt. Das ist Beweismaterial aus dem Büro eines Toten. Ich geb's ja zurück. Ich würde gern wissen, was du damit vorhast. Ich will herausfinden, ob Carissa ihren ersten Mann umgebracht hat. Und damit ist der Fall erledigt. Uff. Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Er lebt. Sein Name ist Frank Patterson. Und noch eins. Wenn ich das bis morgen nicht zurück habe, kannst du was erleben. Alles klar? Sandy ist ihr richtiger Name. Da oben haben wir gewohnt. 100 Mäuse im Monat. Und das war schon reichlich damals. Aber wenn man verliebt ist... Was ist passiert, Frank? In den College-Ferien hatte ich auf dem Bau gejobbt. Ich fiel von einem Eisenträger und habe mir dabei das Bein gebrochen. Üble Geschichte. Die Ärzte sagten, ich würde nie wieder laufen können. Aber ich habe sie eines Besseren belehrt, nicht wahr? Oh ja. Mit Football. Damit war es natürlich aus. Der Staat ließ mir zwar mein Stipendium, aber Sport lag mir mehr als das Studium. Und dann wurde Sandy schwanger. War eine schwere Zeit, wirklich. Ich begann wieder auf dem Bau zu jobben, aber ich habe mehr gesoffen als gearbeitet. Und das Kind, war das Taryn? Ja, nur wir hatten sie Margaret genannt. Ja. Mann, war sie ein hübsches Kind. Ach, was soll's. Ich war noch nicht reif genug. Ich soff immer mehr, kam kaum noch nach Hause und wenn doch... Ach. Und dann, Frank? Manchmal habe ich Sandy geschlagen. Recht heftig. Und da ist sie weggegangen. Ja. Sie sagte immer, dass sie das Beste für Margaret haben wollte. Und das war ich nicht. Ich nehme sie nicht übel. Wundert mich nur, dass sie nicht früher gegangen ist. Gab es ein Wiedersehen? Das war eigenartig. So wie ich mich verhalten hatte, gab es ja nichts zu erwarten. Aber ein-, zweimal im Jahr bekomme ich eine Geldanweisung ohne Absenderangabe. Ich weiß, dass es von ihr ist. Sandy... Carissa hat immer alles getan, damit es unserer Tochter später mal besser geht. Wenn jemand alles daran gesetzt hat, dein Verhältnis zu beenden, dann will er den anderen nicht wiedersehen. Nicht für einen Moment. Bist du sicher? Jack sagt, er hätte wegen der Drogen eine Anzeige gemacht. Dann lügt der Mann wie gedruckt. Danke. Jetzt fängst du an zu grübeln, was? Hier Wingate Enterprises? Wingate Enterprises? Ja. Das ist oben.
Was? Oben! Denn das ist alles? Ja, das ist alles. Was soll denn das? Ich dachte, Jack Wingate lagert seine Waren hier. Einmal ist jemand hier gewesen, der das Firmenschild angebracht hat und die Miete bezahlt hat. Und die nächste ist schon überfällig. Darf ich mal? Entschuldigung. Du hattest recht. Jack hatte fast alles gemietet und das meiste wurde nicht mehr bezahlt. Der Kerl ist pleite. Und jetzt hör mal gut zu. Bei einer anderen Versicherung läuft eine Police für Carissa über 6 Millionen. Auf Jack? Ja, Jack wäre der Begünstigte. Carissa? Carissa! Wo sind Sie? Weg, in die Flitterwochen. Aber die Hochzeit ist doch erst nächste Woche. Sie haben sie vorgezogen, Jack wollte es so. Was ist passiert? Ich bin schuld, wenn Ihre Mutter ermordet wird. Sie haben mir nicht geholfen. Sie haben mir nichts verraten. Warum sollte ich Ihnen jetzt helfen? Ihre Mutter ist in Lebensgefahr. Und das soll ich Ihnen abnehmen? Sie belügen mich doch, seit Sie hier sind. Sie sind genau wie meine Mutter. Sie interessiert mich nicht mehr und Sie mich auch nicht. Sehen Sie mich an. Hören Sie, auch Sie haben mich angelogen. Nein! Doch und wie? Sie haben behauptet, Sie wären die ganze Nacht mit Ihrer Mutter zusammen gewesen. Das werden Sie wohl noch wissen. Wir wussten doch nicht, wer Sie sind. Wir dachten, Sie hätten diesen Mann umgebracht. Ja, und weiter? Ich hatte Angst, Sie tun meiner Mutter was an. Es tut mir wirklich leid. Ich will diese Lügen an sich nicht rechtfertigen, nur manchmal gibt es Gründe dafür. Ihre Mutter hat gelogen, um Sie zu beschützen. Beschützen? Wovor? Begreifen Sie nicht, sie wollte Ihnen nicht wehtun. Woher wollen Sie das denn wissen? Sagen wir einfach, ich wurde davon überzeugt. Und wie ist das mit Ihnen, Dennis? Warum haben Sie gelogen? Und woher soll ich wissen, dass Sie ihr nichts antun wollen? Ich habe gelogen, um mein Leben zu retten. Meine Mutter wollte mir heute etwas erzählen. Über meinen Vater, doch sie konnte es nicht. Sie werden es nur erfahren, wenn Sie mir dabei helfen. Darren, ich brauche Ihre Hilfe. Hey, alles klar? Ja. Wir müssen noch ein paar Meilen weiter. Die Abzweigung ist irgendwo bei den Briefkästen. Es ist ziemlich lange her, seit ich das letzte Mal hier war. Wenn wir sie dort finden, rufen wir die Polizei. Haben Sie keine Angst? Seitdem Sie da sind, hat meine Mutter Angst vor Ihnen. Ich glaube, dass Jack das nur recht war. Er wollte, dass ich denke, sie will ihn töten. Wovor hat sie Angst gehabt, Dennis? Das sollten Sie Ihre Mutter fragen. Hier ist es. Kommen Sie! Warten Sie hier. Da sind Sie. Rufen Sie die Polizei. Ich hab sie durchschaut, Jack! Ein bisschen spät, was? Die verstopfte Benzinleitung auf dem Boot? Die angeblichen Drohungen? Den Detektiv haben Sie getötet! Das haben Sie clever gemacht!
Es sollte so aussehen, als ob es sich um Notwehr handelt. Und Sie hätten mir das Alibi geliefert. Lassen Sie sie los, Jack. Tun Sie es nicht. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Das glaube ich Ihnen. Immer nicht mit den anderen zu vergleichen. Die waren alt und allein. Die brauchten jemanden und ich brauchte Geld. Es war wie ein Tauschgeschäft. Geschadet habe ich keinem. Ich weiß. Warum erzählst du mir nichts über meinen Vater? Meinen richtigen Vater? Wovor hast du bloß Angst? Was haben sie ihr erzählt? Er hat mir gar nichts erzählt. Ich will von dir was hören. Ich möchte endlich Bescheid wissen. Je mehr sie über die Vergangenheit weiß, desto eher erträgt sie die Gegenwart. Ich wollte nicht, dass wir alles wieder verlieren, was wir hatten. Buka, ich habe einen Scheck hier, den ich unterschreiben soll. Und zwar in Höhe von 5 Millionen Dollar. Die Lebensversicherung eines unserer Kunden. Und wie man mir sagt, haben Sie ihn getötet. Würden Sie mir das freundlicherweise erklären? Ich könnte es nicht, auch wenn ich wollte. Die Sonne kommt raus. Don't be afraid of the world we may hate.